Danke, Schütti. Jetzt, ich möchte nun Frau Natalia Urschikova, spreche ich das richtig aus? Nicht ganz, aber es geht. Okay, es tut mir Natalia leid. Urevchikova, ja. Urevchikova, okay. Ich möchte nun Frau Natalia Urevchikova und Herrn Konstantin Scharanow ganz herzlich begrüßen. Sie werden über das Thema mit der digitalen Kinderuni die Welt der Wissenschaft erkunden und zum Deutschlernen motivieren sprechen. Liebe Frau Urevchikova und Herr Scharanow, herzlich willkommen bei GTK24. Übergeben Ihnen das. Vielen Dank. Also, es kommt sehr oft vor, dass Moment. Funktioniert die Präsentation nicht. Soll ich das präsentieren, Frau Urevchikova? Ja, ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht durchklicken. Ja, eben ist das gelungen, aber jetzt... Versuchen Sie noch einmal, sonst mache ich gern. Ja. Ja, ich glaube, es wäre. Zoom. Wir können die PowerPoint sehen. Was können wir? Okay, diese PowerPoint ist von mir. Funktioniert das bei Ihnen oder soll ich das einfach so, soll ich präsentieren und Sie vortragen? Ist das okay? Ja, es wäre besser, wenn Sie präsentieren und ich spreche, ja. Okay, also ist die PowerPoint sichtbar? Ja, ich kann jetzt das. Ja, sagen. Ja, Vigi. Teilnehmer? Okay, wunderbar. Okay. Aber es bewegt sich jetzt nichts bei mir. Oh, Sie können nicht bewegen. Ich muss für Sie das hier steuern. Ja, sagen Sie mir Bescheid, dann werde ich weiterklicken. Ja? Ja, jetzt bitte. Okay. So, vielen Dank. Also es passiert sehr oft, dass die Lernenden in den Fremdsprachenunterricht ganz motiviert kommen und sie sind bereit, was Neues zu lernen. Sie haben großen Wunsch, eine neue Sprache zu lernen. Und so sehen die ersten Stunden aus, wie es das Bild links zeigt. Aber in ein paar Monaten passiert was ganz Seltsames. Ja, die Augen sind schon erloschen. Die Kinder verstehen, dass Fremdsprachenlernen gar nicht so einfach ist. Und die Motivation sinkt. Das bemerken sehr viele Deutschlehrkräfte und nicht nur Deutschlehrkräfte. Und wir verstehen oft nicht, woran es liegen könnte. Warum sinkt die Motivation? Und um diese Frage zu beantworten, muss man dann einen kurzen Blick ins Gehirn werfen. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir lernen? Ja, bitte die nächste Folie. Ich bin so keine große Fachfrau auf diesem Gebiet, aber in einem Seminar von Frau Marion Grein habe ich erfahren, dass ein sehr wichtiges Organ in unserem Gehirn das limbische System ist. Das sind so einige Organe. Und das limbische System überprüft, ob die Information, die als Reize von Augen, von Ohren, von unserer Haut kommt, ob diese Information überhaupt relevant ist.
Das ist die erste Hürde für die Information. Und wenn die Information relevant ist, entstehen die ersten schwachen neuronalen Verknüpfungen. Danach werden sie durch Wiederholungen, durch Übungen gefestigt, durch Emotionen unterstützt. Wenn die Menschen danach schlafen, dann werden sie nochmals überprüft, ob die Information wichtig ist oder nicht. Durch weitere Wiederholungen wird die Information noch mehr gefestigt. So lernen wir. Aber was passiert, wenn die Information nicht relevant ist, wenn das limbische System diese Information als nicht relevant erkennt? Also die nächste Folie, bitte. Das limbische System ist auch das Zentrum für bewusste und unbewusste Emotionen. Und jeder Reiz wird hier emotional bewertet. Wenn die Informationen, die der Mensch bekommt, wenn die Informationen seine Emotionen nicht ansprechen, wenn es langweilig ist, wenn es nicht interessant ist, wenn es nicht nötig ist, ja, dann sagt das limbische System, nein, das ist nicht relevant, es wird vom limbischen System nicht aufgenommen. So kann das auch nicht weitergeleitet und so wird auch nicht gelernt werden. Das ist das, was wir im Volksmund so nennen. Ja, zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Also um gelernt zu werden, muss die Information für den Menschen relevant sein. Bitte die nächste Folie. Und was wird im Fremdsprachenunterricht gelernt? Ja, wenn wir in die Lehrwerke reinschauen, dann sehen wir solche bekannten Themen wie Kennenlernen, meine Familie, mein Tagesablauf, meine Freunde und so weiter und so fort. Also nichts Neues für die Kinder. In Russland beginnt man mit dem Fremdsprachenlernen in der 2. Klasse. Da sind die Kinder schon 8 Jahre alt und die Kinder wissen schon das alles. Sie wissen, wie ihre Freunde heißen. Sie wissen, wie ihre Schulfächer heißen. Und sie wissen, wie ihre Haustiere aussehen. Also im Fremdsprachenunterricht lernen sie nichts Neues außer deutschsprachigen Bezeichnungen. Und das ist eigentlich nicht das, was das limbische System interessieren könnte. Das ist keine relevante Information in sehr vielen Fällen. Und das ist der Grund auch dafür, warum die Motivation sinkt. Das Gehirn versteht nicht, wozu es die Fremdsprache lernen soll. Bitte die nächste Folie. Und die Kinder sind in dem Alter sehr neugierig. Sie sind bereit, sehr viele neue Informationen aufzunehmen. Und ehrlich gesagt war auf dem Foto, auf der ersten Folie, nicht die erste Stunde, nicht die zweite, sogar nicht die dritte. Das war die 27. Stunde. Das war schon irgendwann im Frühling. Und Sie sehen, dass die Kinder immer noch hoch motiviert sind, dass sie mit Lust an dem Unterricht teilnehmen, dass sie alle den Wunsch haben, da mitzumachen. Und die Langeweile, von der Langeweile gibt es ja keine Spur. Was ist das Geheimnis? Jetzt verrate ich Ihnen dieses Geheimnis. Die nächste Folie, bitte. Das war ein extracurricularer Kurs und die Inhalte waren in diesem Kurs nicht gewöhnlich. Sie waren mit der Umwelt verbunden. Die Kinder haben in diesem Kurs ihre Umwelt erkundet und dabei auch Deutsch gelernt. Das ist das, was die Kinderuniversität bietet. Das ist Deutsch für Köpfe. Die neuen Informationen aus der Welt der Menschen, aus der Welt der Natur, aus der Welt der Technik, diese drei Fakultäten der Kinderuni. Und die Kinder erfahren da sehr viel Neues, und zwar auf Deutsch und mit Deutsch. Und das limbische System findet hier die Antwort auf diese Frage, wozu brauche ich nun eine neue Sprache, um sich neue Informationen anzueignen. Bitte die nächste Folie. Und
das ist auch ein Rezept, wie man die Motivation zum Fremdsprachenlernen retten kann. Das ist Content and Language Integrated Learning, CLIL. In Russland wird dieser Ansatz sehr oft nicht richtig verstanden. Viele Lehrkräfte glauben, das ist Sachfach auf Deutsch. Es kommt davon, dass wir ähnliche Erfahrungen noch zu den Sowjetzeiten hatten. In den Schulen mit erweitertem Fremdsprachenunterricht, da hat man einige Fächer in Fremdsprache unterrichtet. Aber das war kein CLIL, kein Content and Language Integrated Learning. Das war Sachfach auf Deutsch. Und nun kommt was ganz Neues in unsere russischsprachige Wirklichkeit, also in die russischsprachigen Schulen. Das ist CLIL im Sinne Sachfach und Deutsch. Es werden nicht nur Inhalte aus dem Sachfach gelernt, sondern es werden auch sprachliche Mittel dazu gelernt, der nötige Wortschatz, die nötigen grammatischen Strukturen. Es werden Fachtexte gelesen, Fachtexte gehört. Es werden auch Filme also über diese Sachinhalte angesehen. Solche Filme, die es in der digitalen Kinderuniversität gibt. Bitte die nächste Folie. Und die digitale Kinderuniversität kann nicht nur in den extracurricularen Angeboten genutzt werden, sondern auch im regulären Unterricht, weil die Themen von den Filmen ganz gut zu den Themen aus dem Lehrbuch passen. Zum Beispiel die Vorlesung über Gummibärchen, sie passt ganz gut ins Thema Ernährung. Die Kinder lernen dabei auch, wie verschiedene Obstarten heißen, wie verschiedene Farben heißen. Und damit lernen sie noch, wie Gummibärchen produziert werden. Das heißt, der zu lernende Wortschatz wird nicht in sinnlose Texte eingepackt, so wie es oft in den Lehrwerken passiert. Ja, Texte dienen sehr oft nur als Verpackung für neue Wörter, für neue grammatische Strukturen. Und hier werden diese Wörter im sinnvollen kommunikativen Kontext gelernt. Die Kinder verstehen, wozu sie diese Wörter brauchen. Diese Situationen, diese Lernsituationen, sie sind ganz authentisch. Das ist dann kein Deutsch aus dem Lehrbuch, das ist so Deutsch aus dem Leben, echtes Deutsch. Ich habe auch sehr oft erlebt, dass die Kinder diese Sprache, die im Klassenzimmer gelernt wird, nicht mit der Fremdsprache identifizieren, die dann in Deutschland gesprochen wird. Für sie sind es unterschiedliche Sprachen, weil ihre Lehrbuchtexte so künstlich wirken, ja, so unlebendig. Und die Filme in der digitalen Kinderuniversität, sie sind lebendig, sie sind echt, sie kommen aus Deutschland und die Kinder glauben dann, dass sie echtes Deutsch lernen und sie bleiben motiviert. Die nächste Folie, bitte. Und was passiert in unseren Stunden, dann, die wir nach dem CLIL-Ansatz mit der Kinderuniversität durchführen? Die Kinder machen Experimente, es werden Bewegungsspiele gespielt, sie machen kreative Aufgaben. Manchmal findet der Unterricht im Computerraum statt. Sie können auch ihre Smartphones nutzen und da werden auch Texte gelesen, da werden Filme gesehen. Es wird dann in Gruppen gearbeitet, in Partnerarbeit gearbeitet. Also manchmal findet der Unterricht auch in ganz ungewöhnlichen Orten statt. Ja? So sehen Sie zum Beispiel unten in der Mitte, da ist so Deutschunterricht in der Sporthalle. Das war die Vorlesung zum Thema Flussbreite messen. Und da es keinen Fluss in der Nähe gab, hat man den Fluss, so den imaginären Fluss in der Sporthalle gemessen, nach der Methode, die im Film angeboten wird. Bitte die nächste Folie. Und wie verläuft dann so eine Stunde? Sie verläuft unterschiedlich, aber immer nach dem gleichen Schema. Im Einstieg wird meistens der nötige
Wortschatz aktiviert. Der Wortschatz, der dann für den Unterricht nötig wird, der im Unterricht vorkommt. Und dabei wird auch eine Problemsituation geschaffen. Die Kinder werden mit einer Frage konfrontiert, die sie vielleicht nicht beantworten können. Sie stellen ihre Hypothesen auf. Und danach wird mit Video gearbeitet. Sie erledigen dabei irgendwelche Aufgaben und sie können ihre Hypothesen überprüfen, entweder bestätigen oder widerlegen. Und nach dem Video werden die Inhalte besprochen und unbedingt kommt dann die Phase der Anwendung. Manchmal sind es Experimente, manchmal Modellieren von den Situationen aus dem Alltag, aus der Umwelt oder Bewegungsspiele. Es wird gebastelt, es wird gemalt, es wird gespielt. Computerspiele gibt es manchmal. Also je nachdem, an welchem Inhalt wir da in der Stunde gearbeitet haben. Aber da kommt unbedingt zu der Anwendung von diesen neu gelernten Inhalten und von diesem neu gelernten Wortschatz. Und zum Schluss kommt immer die Evaluation. Das wird immer spielerisch durchgeführt. Wir sprechen darüber, was wir gelernt haben, was Neues haben wir erfahren, wie haben wir das gelernt, mit welchen Methoden, wie haben wir uns dabei gefühlt und was war effektiv, was hat uns überrascht und so weiter und so fort. Also es kommt dann zu einem Gespräch über das Geschehen in der Stunde. Bitte die nächste Folie. Und eine neue Herausforderung für uns kam dann im Frühling mit dem Lockdown. Ja, alle Schüler sollten zu Hause bleiben. Wir durften sie nicht so in der Schule sehen. Und wir haben dann versucht, unsere Inhalte auch ins Online-Format zu übertragen. Und wir haben dann auch ausprobiert, einige Online-Stunden in Form von der Videokonferenz durchzuführen. Eine Aufnahme von so einer Stunde gibt es auf der Webseite vom Goethe-Institut Moskau. Und da kann man die volle Stunde sich ansehen. Und ich wollte jetzt so ganz kurz einen, wenn es klappt, dann einen kleinen Auszug zeigen. So. Dazu muss ich, Moment, dazu muss ich meinen Bildschirm freigeben können. So, das sind nur kurze Fragmente. Und wie geht es euch? Alisa, wie geht's dir? Gut. Gut. Es geht? Gut. Super. Dann zeige ich euch jetzt ein Rätsel. Passt bitte auf. Also, hier sind vier Bilder. Ja, was ist auf dem ersten Bild? Haus. Ein Haus. Der erste Buchstabe ist H. Und wir haben ein Wort. Herz. Herz. Ja, wir sprechen heute über das Herz. Bitte zeichnet ein Herz. Oh, so schöne Herzen. Grüne Herzen, ein rosa Herz, ein rotes Herz, ja. Das ist das Herz. Hat es diese Form? Sehen wir uns den Film an und ihr könnt eure Hypothesen überprüfen. So, waren unsere Hypothesen richtig? Ja. Welche? Wir hatten zwei Hypothesen. So. Ja, wir sind alle da. Super.
Wie alt sind diese Goldblättchen? Das sind die Punkte und die, was symbolisiert hier das Herz? Ein langes Leben, die Liebe, Mut und Tapferkeit. Habt ihr Lust zu basteln? Ich starte damit, dass ich das Blatt einmal halbiere. Ja, genau, Niloufar. Aufpusten, ja. Also, das Herz nehmen, ja. Und dann aufpusten. Zeigt bitte das Ergebnis. Was habt ihr hier? Das war's für heute. Ja, damit endet unsere Vorlesung. Ich danke euch ganz, also herzlich, ja, für eure Mitarbeit. Ihr habt es super gemacht. So, dann so war es von mir. Den ganzen Film können Sie sich auf der Webseite vom Goethe-Institut Moskau ansehen. Und ich übergebe nun das Wort an meinen Kollegen Konstantin Scharanow. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, hallo aus Goethe-Institut Moskau. Ich hoffe, Sie können mich sehen. Ja. Und vielen Dank an Natalia für die Präsentation. Ich werde am Ende ganz, ganz kurz sagen, dass die Kinderuni ein Projekt ist, das 2016 am Goethe-Institut Moskau entstanden ist und seitdem ausgerollt wurde. Es ist einerseits eine Plattform für das selbstständige Lernen zu Hause, andererseits für das Lernen an Schulen, wie uns Natalia Rybczykowa vorgestellt hat, und auch Kinderuni Live, das sind die Veranstaltungen der Kinderuniversität. Und das ist die Plattform, die die Vorlesungen bietet. Das beinhaltet die Fragen wie zum Beispiel, warum hat der Igel Stacheln? Oder wie sehen, das sind schon die neuen Vorlesungen, die sehr bald dazukommen. Warum wird die Heizung warm und so weiter. Und weltweit sind aktuell über 50.000 Studierende angemeldet. Und es gibt 8 Sprachfassungen, es gibt 30 Vorlesungen. Aber es kommen demnächst im Herbst neue 45 Vorlesungen. Die Plattform kann man sich sowohl in der deutschen Fassung anschauen, als auch in der russischen oder in der beliebigen der weiteren 8 Sprachen, die es im Moment gibt. Und Hauptsache, man kann auch als Kind und als Eltern in der Muttersprache mit den Filmen und auch mit der Oberfläche der Plattform arbeiten. Und da sind die Sprachen, die in den nächsten Jahren angehen sollen. Ich müsste Sie ganz kurz unterbrechen. Wir haben gerade noch 3 Minuten zu Vortragsende und wir hätten gerne auch Zeit für Fragen von unseren Teilnehmern. Dann beantworten wir einfach die Fragen gerne. Genau. Also unsere erste Frage. Also, ja, Vigi, soll ich die stellen dann? Gerne, magst du bitte. Ja. Bildschirm teilst, ja. Also, eine Frage, die noch hier ist, lautet, verwenden Sie die russische Fassung des Videos und Materialien oder einfach die deutsche? Das ist die Frage von Natalia, glaube ich. Mhm. Mhm. Also wir verwenden beides. Wenn die Inhalte klar sind, dann sehen wir uns die Videos auf Deutsch an. Wenn es schwierig ist, dann mit russischen Untertiteln, aber immer auf Deutsch. Okay, ja, danke. Und dann gab es 2 Fragen vorhin, die schon beantwortet worden sind. Ich lese sie aber trotzdem für alle nochmal vor. Die erste Frage war, für welche Altersgruppe die Kinderuni geeignet ist. Und dann hat Herr Scharanow darauf geantwortet, also im Alter von 8 bis 12 Jahren. Und älter, ne, ist geeignet. Und dann gab es eine andere Frage, die lautet, braucht man einen Login oder gibt es auch frei zugängliche Inhalte? Und dafür muss man, ja, Herr Scharanow, gerne können Sie
Genau, die Plattform und die Inhalte sind kostenlos, aber dadurch, dass es die Firma der Sendet mit der Maus sind, müssen sie geschützt sein. Deswegen sind sie auf einer geschlossenen Plattform mit der Adresse kinderuni.goethe.de. Und da muss man sich nur einmal registrieren und kann man sich jederzeit dann mit diesem Login anmelden. Die Materialien des Programms finden Sie auf der Seite des Goethe-Instituts Moskau. Den Link wird in der Präsentation sein, die Sie dann den Teilnehmenden zur Verfügung stellen. Dankenswerterweise werden. Ja, danke. Also das waren die Fragen, die hier gelandet waren. Okay, Vijay dann. Dankeschön, Shruti. Also herzlichen Dank, Frau Uribchikova und Herr Scharanow für Ihre Zeit. Das war eine tolle Präsentation. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hoffentlich haben Sie viel Spaß gehabt bei dieser Präsentation. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.